Hallo zusammen hier bei Kelomit Photographic. Ich bin heute in Berlin in der Galerie Capitis, in der Galerie und dem Café Capitis. Und es geht heute um die Neuvorstellung der Sony Alpha 7C. Lange wurde sie erwartet. Eine kompakte Vollformatkamera mit professionellen Funktionen, die so handlich ist, dass man sie immer dabei haben kann. Nun wurde sie in Berlin vorgestellt, die Sony Alpha 7C. Und dabei steht C für kompakt. Wir konnten die Kamera schon einmal ausprobieren. Und zwar in der Berliner Galerie und dem Café Capitis und einer Ausstellung zu der Legende Porsche. Sony nennt die Alpha 7C die kleinste Vollformatkamera der Welt. Und wahrlich, sie ist mit knapp 7 x 12 cm bei gut 500 Gramm wirklich kompakt. Von den Abmessungen her liegt sie zwischen den bekannten Alpha 7 Modellen und der 6000er Serie. Aber wahre Größe entsteht im Inneren und da ist sie relativ groß. Der rückwärtig belichtete Sensor löst mit 24,2 Megapixel auf und entstammt der Sony Alpha 7 III. In der A7C steckt ein Bions X-Prozessor der neuesten Generation und auch sonst ist sie gespickt mit technischen Raffinessen. Dazu gehört ein 5-Achsen-Bildstabilisator ebenso wie ein Dynamikumfang von 15 Stufen und eine verbesserte Low-Light-Eigenschaft von minus 4 bis 20 EV, womit sie tatsächlich die Alpha 7 III übertrifft. Die Kamera verfügt über ein dreh- und schwenkbares Display an einem Magnesiumgehäuse, das staub- und feuchtigkeitsgeschützt ist. Die Alpha 7C besitzt Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer und auch einen USB-C-Anschluss, womit längere und externe Videoaufzeichnungen möglich werden. Intern wird auf SD-Karte gespeichert, wofür ein Kartenslot zur Verfügung steht. Aber nun wollen wir schauen, was die Kamera so drauf hat. Beginnen wir mit ein paar Porträtaufnahmen. Bei schönstem Berliner Sommerwetter fotografiere ich vor dem Café Capitis. Der Augenautofokus sitzt immer und man braucht wirklich nichts zu tun, als den Auslöser zu drücken. Die A7C ist quasi das Rundum-Sorglos-Paket fürs Vollformat und die perfekte Balance aus großem Sensor und Kompaktheit. 10 Bilder pro Sekunde schafft die A7C und in Folge 115 RAWs oder 223 JPEGs. Dabei ist die Kamera auf 200.000 Auslösungen bei mechanischem Verschluss ausgelegt. Ich fotografiere hier mit dem neuen Objektiv 28 bis 60 mm mit Blende 4 bis 5.6. Das ist auch das Kit-Objektiv, das mit 167 Gramm kaum ins Gewicht fällt und mit der A7C angeboten wird. Natürlich ist die A7C auch als Body-Only erhältlich und man setzt sein Traumobjektiv dran oder man nutzt bereits vorhandene Sony E-Mount-Objektive. Andersherum geht es natürlich auch und das Objektiv ist ab Anfang nächsten Jahres einzeln erhältlich. Zurück zur Kamera. Im Inneren sorgen 693 Autofokuspunkte bei Echtzeit-Tracking dafür, dass stets das Motiv auf den Punkt getroffen wird. Und auch Stills sehen einfach klasse aus. Und es macht Spaß, mit dieser unkomplizierten Vollformatkamera zu fotografieren. Die benötigte Energie kommt aus einem von Sonys aktuellen Z-Akkus und versorgt die Kamera mit Leistung für 750 Fotos, wenn der Monitor genutzt wird, oder 680 Fotos, wenn der Sucher präferiert wird. Video kann sie natürlich auch. Und auch hier ist man sorgenfrei unterwegs, denn der schnelle Hybrid-Autofokus mit automatischer Augenerkennung arbeitet im Video ebenfalls treffend. In Kombination mit dem flexiblen Display, dem neuen Multi-Interface-Schuh mit digitaler Audioschnittstelle und dem geringen Gewicht ist sie vor allem für alle Vlogger oder auch für den Einsatz auf Gimbals interessant. Zur Einführung wird es die Sony Alpha 7C in den Farbkombinationen Silber-Schwarz geben und zu einem späteren Zeitpunkt auch noch in Komplett-Schwarz. So, und für wen ist nun die Sony Alpha 7C? Für alle, die sich eine kompakte Kamera wünschen, aber auf einen Vollformatsensor und die damit verbundene Bildqualität nicht verzichten wollen. Die A7C ist leistungsstark, handlich, passt ins kleine Gepäck und sieht obendrein auch noch stylisch aus. Okay, das war unsere Neuvorstellung der Sony Alpha 7C. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir sehen uns bei Kelomit.